Einen wunderschönen guten Tag, Couch, zur nächsten Runde The Culling. Mit mir alleine. Oh. Gehen wir Sewers durch oder gehen wir in das Haus hier links? Ich glaube, wir gehen in das Haus hier links. So, ja, heute läuft es irgendwie nicht ganz rund. Trotz anständigen Ping habe ich das Gefühl, dass heute die Serverkapazität, also die Server nicht so richtig schön laufen. Ihr habt das häufig, dass, ja, eine Verzögerung von bestimmt einer halben Sekunde. Also du weißt genau, okay, jetzt kommt irgendwie ein Schubser oder so. Dann nimmst extra den Block runter. Und dann wirst du halt aber trotzdem geblockt. Das ist schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Genauso hatte ich es andersrum schon, wo ich eindeutig durch einen Block durchgeschlagen habe, den ich gesehen habe. Und mir dann dachte, naja, klasse, jetzt kann er gleich schön zurückschlagen. Und auf einmal, ja, nö, ich nicht. Ich schlag ihn durch. Also so gesehen, also ich habe so gesehen ja nicht einen alleinigen Vorteil, aber das macht die Kämpfe anstrengend, sage ich einfach mal, weil sie einfach unkonstant heute sind. Ich habe so, wie gesagt, schon Kills gemacht, ich bin sogar schon getötet worden. Das Problem ist einfach, dass du ja mehr oder weniger 15 Leute so töten musst. Und dieser Random-Faktor, naja, ist unangenehm, macht zu kämpfen, sage ich es einfach mal. Was ziehen wir aus der Grünen? Die Santo. Ja, hat immerhin eine bessere Wunde als das Crafted Knife. Das werden wir dann auf jeden Fall behalten. Haben wir oben noch was drauf? Hat sich da was bewegt, oder? Ja, schon kann ich jetzt was tun. Bräuchte übrigens mal eine gute Kopfhörerempfehlung. Also wirklich so richtig schöne Kopfhörer. Nicht irgendwie zum Musik hören oder sonst was, sondern welche, wo man wirklich einen vernünftigen Klang hat. Man wirklich alles hört. Also solche Cheater-Kopfhörer wie Dalo sie hat. Ich brauche kein Mikrofon dazu, also kein Headset, sondern reine Kopfhörer. Weiß nicht, ob sich damit einer auskennt und ich denke halt tatsächlich dann irgendwie nach so richtige, also wirklich so gute Kopfhörer von irgendeinem Soundhersteller. Also nicht irgendwie was Razer-mäßiges oder Logitech. Ich weiß, die machen auch zum Teil gute Sachen und teure Sachen, aber ich denke wirklich eher an irgendwas mit, ja, so ein reiner Soundhersteller. Bose, Teufel, irgendwie in die Richtung. Nur weiß ich halt nicht, ob die Kopfhörer eben in die Richtung machen, dass man alles hört oder ob das nicht zum Teil dann halt Kopfhörer sind, die wirklich auf Musik ausgerichtet sind. Weil Musik höre ich jetzt nicht so viel und wenn, ist es halt einfach nebensächlich. Also ich brauche jetzt nicht die perfekten Musikkopfhörer, wenn ich dafür halt aber einfach nicht so einen klaren und deutlichen Sound habe. Aber vielleicht sind auch, dafür muss ich jetzt gestehen, kenne ich mich einfach zu wenig mit Musik aus. Vielleicht sind ja auch die perfekten Musikkopfhörer genau sowas, wie ich hier für meine Ansprüche brauchte. Brauchte. Und ja, also wenn ihr da irgendwie was Gutes kennt. Dann lasst mich das doch mal wissen. Der ist eh leer. Hat so wenig, warum hat er so wenig Leben? Was hat er jetzt für eine Spritze eingeworfen? Schneller laufen, ja. Okay. Gucken jetzt einfach nochmal, ob der sich sicher fühlt.
Hinten rennt er noch. Oh, was zum Werfen. Problem ist, er hat jetzt relativ viel Ausdauer, ich nicht. Lässt du mich jetzt echt meine ganze Ausdauer aufladen? Das ist aber nett. Da ist aber auch Regenerator drin. Gott, ey, das ist halt eigentlich ist es vollkommen umsonst. Ich hätte so viel machen können in der Zeit. Shit. A kill with a knife throw? That has to feel good, right? For you, not the dead guy. Anyway, you could be in a circus act, but there is no circus on the island. That would be ridiculous. Hat er echt durch. Stimmt. Aber das hatte, glaube ich, hatte Dalu das mal erwähnt in der Folge? Dass man durchs Runterfallen sein Dick Deep verliert? Weil eigentlich hatte er Dick Deep noch. Ich hatte ihm ja keinen weiteren Schaden zugefügt. Ja, heute bin ich übrigens immer noch nicht wirklich gesund. Immer noch leicht. Vor allem habe ich jetzt momentan leichte Kopfschmerzen. Aber gut. Für ein bisschen Culling reicht das, ist ja. Kann man zwischendurch eine Pause machen. Boah, will ich jetzt echt meinen Airdrop hier am Airport rufen? Ja gut. Versuchen wir es. Mehr als verlieren kann ich nicht. Aber der hat echt Zeit gekostet. Das ist halt echt das Problem, wenn man dann einen die ganze Zeit verfolgt. Dass der dann natürlich auch noch eine Spritze drin hatte zum schneller Laufen, macht das Ganze natürlich nicht besser und angenehmer zum Verfolgen. Ach ja, das ist das Ding, was hier so weit drüber fliegt. Und das ist natürlich der Nachteil, dass ich eigentlich nie einen Bogen mitnehme. Dass ich die nicht so leicht abschießen kann. Ha, aus der Luft gefangen. Die Spritze. Das Tanto kann ich eigentlich verkaufen. Ich überlege gerade, ob ich mir jetzt einen Dynamit mache. Einfach für die Chance. Das ist nur ein Schuss, ja. Einfach nur für die Chance, dass ich eine rote finde. Komm, das machen wir eben. Im schlimmsten Fall benutze ich es halt, um es irgendwem in den Kopf zu werfen. Und wo ich unbedingt dran denken muss, ist, dass ich meine Spritze benutze. Das vergesse ich ganz gerne. Oh, einer hat 3 Kills mittlerweile. So, jetzt noch eine rote, dann wäre ich glücklich. Und im Zweifelsfall nehme ich halt noch Funk mit. Alleine für den Fall, dass ich die 150 zusammenbekomme. Kann man irgendwo schauen, ob man noch irgendwie ein Dynamit oder so bekommt. Also ein richtiges Dynamit.
Gleich müsste es sowieso nochmal Fang geben fürs Überleben. Über die Brücke werde ich jetzt nicht drüber gehen, aber wir gehen auf der anderen Seite wieder hoch. Ich meine, ja, wenn wir an die letzte Solo-Runde denken, da waren ja gleich zwei rote Kisten. Nehmen die Leute das Funk eigentlich nicht mit? Frage ich mich ab und zu. Weil das hier ist so eine komplett offensichtliche Stelle, wo gerade Funk lag. Der macht gerade Pfeile. Der macht immer noch Pfeile. Eigentlich hätte ich ihn daran hindern müssen. Zum Glück macht der Bogen keinen Schaden. Bis der bei mir angekommen wäre. Hätte ich schon wieder volles Leben durch Regenerator. Wir gehen eben zum Basketballplatz. Und schauen kurz, was da für ein Holospawner ist. Gehen wir noch zu dem Haus unten und gucken, was da für ein Holospawner ist. Und danach suchen wir dann doch einen Fight. Auf den Bogenmenschen dazu. Ach, das ist wieder die Armbrust. Aber auf diese, ja, diese Bogenmenschen, da habe ich keinen Bock zu. Deswegen war es, glaube ich, ganz gut, dass ich eben das Gift angemacht habe. Hier ist... Ach, Survival Speer. Kommt jetzt noch zur Tankstelle. Oh, viele leben nicht mehr. So, komm, gehen wir runter zur Tankstelle. Gucken da nochmal, was da drin ist. Leider auch echt keine rote gefunden. Sprach er und findet eine. Und wir haben drin eine Feuerwerks. Nice. Das ist gut. Das ist doch gut. Tomahawk werde ich, glaube ich, mal behalten eben. Zum Werfen. Das Problem ist jetzt schon wieder an der Zeit, dass wir jetzt bei so einem Zeitpunkt angekommen sind, wo man nicht mehr kämpfen darf, sondern wo man warten muss, dass die anderen kämpfen. Was bist du? Bowie Knife. Der blockt einfach null. Chop, chop, chop. I wonder if that player will haunt you. Der wurde doch verfolgt, oder? I care about your health. It's okay to ask if I've washed my hands. Also, I was sitting on my hands to warm them up. Ready? Slide forward. Aber auch da hatte ich, glaube ich, jetzt. Weil das Perk ist ja gegen Wurfwaffen und. Gegen Bögen. Und ich glaube, das hat mir gerade ganz gut den Arsch gerettet, dass ich das Perk drin hatte. Auch wenn ich jetzt ein bisschen über die Explosion verwundert bin. Weil ich hätte schwören können, der wurde verfolgt. Your opponent was
just beaten to death. So, jetzt sehen wir nur noch die mit Kills. 4-2-2. Okay. Danke. Das nehme ich mit. Ja, Bogen wäre natürlich nicht schlecht, aber ich habe keinen Bock auf Bogen. Das war auch eine Schusswaffe. Da wird er gekämpft. Wirklich jetzt. Och. Jetzt ist er voll der gute Herr. Jetzt nicht mehr. Leute. Das war kein gutes Finale von mir, wobei ich ihn fast zweimal getötet hätte. Trotzdem war es an sich eigentlich eine ganz gute Runde. Ich hätte den Kampf eigentlich gewinnen müssen. Hätten wir Dynamit gefunden, wäre es halt locker möglich gewesen. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns morgen wieder mit einer Gruppenaufnahme wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und haut rein.